Herzlich willkommen bei TV Bayern Live. Schön, dass Sie reinschauen bei uns. TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. Wir haben heute eine großartige Musikerin bei uns zu Gast. Sie sitzt gerne bei sich zu Hause an ihrem Küchentisch. Neben ihr so ein Heftchen, das sie immer bei sich hat. Und da schreibt sie alles rein, was ihr gerade so einfällt. Dann setzt sie sich vor ihren Rechner, schnappt sich ihre Gitarre und legt los. Das Ergebnis klingt dann so. Help me, honey. Party im Nürnberger Club Stereo. Käthe heizt den Fans ordentlich ein. Käthe, mit bürgerlichem Namen Katharina Sieland, war schon immer klar, dass ihr Weg die Musik sein wird. Spritzig, belebend und ehrlich, so beschreiben sie heute ihre Fans. Also ich finde ihre Texte verdammt authentisch und echt und mich berühren sie einfach. Also genauso, wo ich denke, hey, geil, wie du das jetzt gerade sagst. Das Gefühl und den Ausdruck und die ganze Stärke, die da mitkommt beim Singen. Ausstrahlung eigentlich, dass sie nicht so gekünstelt ist auf der Bühne und sie braucht keine große Show. Die Texte, die Stimme, auch die Arrangements ganz gut. Also es ist nicht so das typische Poppige ist, sondern ein bisschen was Außergewöhnliches hat. Ja, und jetzt ist sie bei mir im Studio, Käthe mit ihrem Schatten, wie sie ihn nennt, selber nennt, Flutze alias Florian. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade mal auf der Rückseite von eurer Platte gelesen und bin, muss ich ehrlicherweise sagen, ziemlich emotional berührt von dem, was du da hinten geschrieben hast. In ihr, meine Band, also es ist quasi eine Danksagung an die Band, von der du ja auch ein Teil bist. Ihr, meine Band, seid es, denen ich Danke sagen will. Es ist uns nicht egal, mit welcher Haltung wir Musik machen und was wir unsere Emotionen hingeben. Das geht ewig lang weiter. Ist das auch das, was dich und oder beziehungsweise euch und eure Beziehung ausmacht? Auf alle Fälle, dass wir eben auch einen persönlichen Bezug zueinander haben, dass wir Freunde sind einfach. Mhm. Und dass wir ehrlich miteinander sein können und auch zickig und glücklich und von allem viel. Du wirkst auch sehr authentisch, sehr ehrlich. Ist das auch was sich in deinen Texten widerspiegelt? Und geht das nur, wenn man so eng oder so eng befreundet ist oder sich auch so gut kennt? Ich finde, das ist auf alle Fälle, ich sag mal so, für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich Menschen um mich herum habe, denen ich vertrauen kann, die mich auffangen, die ich begeistern kann. Ja, also dass da auch ein Wechselspiel passiert, ja. Und dass man eben auch zusammenwachsen kann, das finde ich wichtig. Mit was kann sie dich begeistern, Florian? Also ich finde, Käthe hat halt eine sehr besondere Art zu texten. Und das, was du eigentlich eben angesprochen hast mit diesem Text auf der Rückseite, ist das, was für mich das auch ausmacht, diese Beziehung, dass man eben Musik macht mit einer Haltung. Und Musik macht, um was zu geben und nicht, um sich selbst voll zu stopfen. Also ich finde auch, der Text ist wirklich, berührt einen unheimlich. Also es reicht nicht, wenn man ihn vorliest, man muss ihn tatsächlich selber lesen. Also allein aus diesem Grund lohnt es sich schon, diese Platte zu kaufen, um diesen Text zu lesen. Wer inspiriert dich? Was inspiriert dich? Ich glaube, großes Thema ist natürlich die Zwischenmenschlichkeit, ja, also so Begegnungen. Und auch mehr Überraschung, also wenn ich einfach loslaufe. Ich muss nicht immer mittendrin sein, ich bin eher so ein Eigenbrötler. Ich fahre da mit dem Fahrrad rum, setze mich in einen Café, gucke mir Situationen an, beobachte Menschen und lasse mich davon sehr inspirieren. Eigentlich von den Alltäglichen, ja. Und was kommt dann? Kommt dann der Text oder kommt dann auch eine Melodie bei dir zuerst? Erst ist es der Gedanke, der zu Ende gedacht werden möchte.
Und wenn das passiert, wenn mich das irgendwie kickt, dann, dann wird daraus eine Melodie. Entsteht die dann gemeinsam, also im Team, oder entsteht die bei dir im Kopf? Und welchen Anteil hat Flora bzw. der Rest? Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt auf alle Fälle sehr viele Ideen, die ich erstmal zu Ende denken muss und die ich auch erstmal zu Ende, die rund werden müssen für mich. So, und ja, manchmal kommt dann Flotze noch dazu am Ende oder eben, dass man von vornherein dann gemeinsam startet bei einer Idee. Habt ihr musikalische Vorbilder? Ach, natürlich, gibt's jeder hat musikalische Vorbilder, ne? Also, ja, sehr unterschiedlich. Je nachdem, in welchem Prozess man gerade so steckt, ja. Ich glaube, das ist auch was einfach wechselt. Das ist immer mal wieder so. Wer ist es momentan? Was ist es momentan? Ich höre gerade altes Bob Dylan-Zeugs und finde es super. So. Und bei dir? Ich bin eher so gerade so, ich hab mich tierisch gefreut, wir sind ja gerade auf Tour. Und ich saß noch vorne bei unserer Busfahrerin und Queen kam. Und ich habe mich tierisch gefreut. Weil das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn ich Queen höre, weiß ich, dass alles irgendwie gut werden kann. Mhm. Also es ist für mich wie so eine Botschaft. Ja. Du hast es angesprochen, ihr seid gerade auf Tour. Was erwartet euch noch und was habt ihr schon erlebt? Wie fühlt sich's an? Wow. Es fühlt sich super an. Wir haben lange, lange nicht gespielt. Ja. Mhm. Und das war für uns, glaube ich, auch so ein bisschen eine Fahrt ins Ungewisse, was uns jetzt eigentlich erwartet. Also sowohl unter uns selbst als auch in der Begegnung mit dem Publikum. Mhm. Und das ist bis jetzt ganz schön euphorisch, finde ich. Mhm. So. Wie hast du es erlebt? Auch sehr euphorisch. Ich eben auch so, dadurch, dass wir lange nicht gespielt haben, habe ich eben so ein bisschen auch so, klappt das alles mit der Bühne? Wer bin ich jetzt? Wie kann ich mich auch zeigen? Ja? Und es funktioniert. Wo kann man euch dann als nächstes sehen? In München. Schön. In München. In der Bayerischen Landeshauptstadt, Samstagabend. Ja. Und der nächste Termin? Köln. Köln. Köln, wann? Am Sonntag im Luxor in Köln. Das ist doch gut. Eine Reise nach Köln ist, seid ihr, finde ich, in jedem Fall wert. Vielen herzlichen Dank. Ich kann euch natürlich nicht gehen lassen, ohne dass ihr noch bei uns im Studio live was spielen solltet. Das wäre schön, wenn ihr dafür noch ein bisschen Zeit hättet. Gerne. Dankeschön. Danke. Hab ich dir nicht alles gegeben? Jeden Wunsch von deinen süßen Lippen abgelesen. Alles, alles getan, damit du weißt, du bist für mich der größte, stärkste Mann. Wolltest du nicht reden, hab ich kein Problem mehr rausgemacht, mich nur sexy zu bewegen. Nein, du konntest mich nie kaufen, aber einfach haben, haben, haben. Sag mir, ist das alles, alles, was du fühlst für mich? Sag mir, ist das alles? Hau da ran. Glaub mir, Honey. Hier geht dir was durch die Lappen, Honey. Glaub mir, Honey. Ein Sonnenschein ist nicht lang allein. Nein, nein. Hab ich dir nicht alles gegeben? Ich hab mich immer für dich schick gemacht. Musstest du dich je verbiegen? Jeder Kerl, der in dir lebt, durfte mal auf mir liegen. Ich hab immer gesagt, Baby, ich liebe dich, lebe und amüsiere dich. Auch ich bin mehr als ein perfektes Märchen. Doch du bist echt ein fauler Langzeitlover. Du sag mir, ist das alles, alles, was du fühlst für mich? Sag mir, ist das alles? Hier geht dir was durch die Lappen, Honey. Glaub mir, Honey. Ein Sonnenschein ist nicht lang allein, nein, nein. Glaub mir, Honey. Hier geht dir was durch die Lappen, Honey. Glaub mir, Honey. Ein Sonnenschein ist nicht lang allein. Sonnenschein ist nicht lang allein, nein, 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 nein. Nein.
Hier geht dir was durch die Lappen, Honey. Glaub mir, Honey, ein Sonnenschein ist nicht lang allein, nein, nein. Glaub mir, Honey, hier geht dir was durch die Lappen, Honey. Glaub mir, Honey, ein Sonnenschein ist nicht lang allein, nein, 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 nein. Glaub mir. Ja, tolles Live-Konzert hier bei uns im Studio. Wissen Sie, was ein Wohnzimmerkonzert ist? Ein ziemlich angesagter Trend momentan. Sie laden sich einen Künstler für einen Abend in Ihr Wohnzimmer ein. Dafür gibt es dann gegen eine Gage natürlich ein ganz persönliches Konzert. Nur für Sie. Diese alternative Art der Abendgestaltung findet immer mehr Anhänger, wie zum Beispiel Alice Ruff. Halbtags arbeitet die Sängerin als Gesangslehrerin. Am Wochenende sorgt sie dann in heimischen Wohnzimmern für ganz viel Atmosphäre. Ich bin einfach lebendig und da wie als Kind, wenn man früh aufsteht und spielt. Und so ist das Gefühl, wenn ich Musik mache. Samstag, 16 Uhr. Für Alice und ihre Band starten die Vorbereitungen. Ihre Mission: musikalische Stimmung in ein Nürnberger Wohnzimmer bringen. Servus, Mia. Hey. Komm rein. Mia ist heute Gastgeberin und ermöglicht Alice einen Abend lang, ihre Musik mit dem Publikum zu teilen. Der Auftritt in der Nürnberger Wohngemeinschaft, für Alice nicht das erste Wohnzimmerkonzert. Einen Abend lang spielt sie in privatem Ambiente, bekommt dafür eine Gage und direktes Feedback vom Publikum. Das finde ich halt gerade an Wohnzimmerkonzerten so schön, weil das so unmittelbar ist und ich das auch total genieße. Also ich habe da auch wenig Angst, ne? Weil es gibt ja auch wirklich tolle Künstler, wo du merkst, die haben so... ja, Angst, auch jemanden anzugucken oder sich umzuschauen und sind halt eher introvertiert eigentlich. Und da bin ich schon so, dass ich das genieße. Ja, bei uns geht's musikalisch weiter, nämlich mit einem der ältesten Begleitinstrumente der Welt, dem Didgeridoo. Es stammt von den australischen Ureinwohnern, den Aborigines, und war ursprünglich ein von Termiten ausgehöhlter Baumstamm, der beim Hineinblasen ganz geheimnisvolle Tonschwingungen herausbrachte. Dieses Didgeridoo gibt's auch bei uns in Bayern, genauer gesagt im Coburger Land. Hier wohnt Marco Munsch, ein oberfränkischer Aborigine aus Rödental. In 2006 war ich an einem Wochenendseminar für so, wie soll ich es umschreiben, Selbstfindung und ja, so Verbundenheit zur Natur. Und der Leiter, das war ein Schamane seines Zeichens, hat eine Einstimmungsrunde gemacht. Jeder konnte sich ein Instrument nehmen, da lag viel rum, Trommeln, Rasseln. Und er als Leiter hat das Didgeridoo gespielt. Und da habe ich mich erinnert, in einer Fernsehsendung Abenteuer Erde, manchmal läuft das am Anfang im Hintergrund. Und als Kind habe ich die immer oft mitgeguckt. Und da hat dieser Ton sozusagen was getroffen. Und seit 2006, jetzt mittlerweile fast 10 Jahre, um die 10 Jahre, begleitet mich das Instrument. Größe, Länge, Stärke des Holz, Dichte, konisch oder mehr zylindrisch, Holzart, ja, so die wichtigsten Faktoren vom Ton. Zu meinem ersten, einzig bisher selbst gebauten
Das habe ich lange Zeit gesehen. Das war an einem Baum abgerissen, gehängt, also der Ast. So rum hing der mal runter. Abgerissen halt, ne? Hing so rum. Und habe ich den mal mitgenommen. Ungefähr 1,5 Jahre getrocknet. Dann halt aufgeschnitten. Ausgehöhlt. Wieder zusammengeleimt. Mundstück drauf gemacht. Hab mir dann Sachen lassen, dass eine Zwetschge war. Also ein sehr bauresistentes Holz, wo man sich sehr anstrengen muss. Habe ich im Nachhinein erfahren. Hätte es vielleicht davor wissen sollen. Wo ist es entstanden? Nach 40 Stunden ungefähr. Plus, minus. Es gibt also Erwachsene, ich sag mal lieber große Kinder, die sich da leicht tun. Aber ich persönlich seinerzeit war auch sehr im Kopf, kopfgesteuert. Und da kriegt man das einfach nicht so hin, weil es dann immer funktioniert. Obwohl wir das als Kinder permanent konnten. Auch heute können wir das noch, wir machen es nur unbewusst. Und so als Erwachsener, als großes Kind, ist man doch sehr kopfgesteuert und möchte alles mit dem Verstand machen. Und das ist bei so einer Art Instrument eher kontraproduktiv, mit dem Verstand zu arbeiten. Gerade von Anfang. Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Willst du Bayerns Königin werden und das Bierland Bayern im In- und Ausland würdig vertreten? Bewirb dich jetzt beim Bayerischen Brauerbund um das Amt der Bayerischen Bierkönigin 2016-2017. Bis zum 22. Februar unter www.bayerische-bierkönigin.de. Auch die Bayerische Bierkönigin hat sich wieder für das CW-Fotobuch entschieden. Ein Jahr voller unvergesslicher Geschichten. In ihrem ganz persönlichen CW-Fotobuch. Denn Geschichten erzählt man am besten mit CW. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im 4-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview-CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität, ungarische Preise. Europas Designszene blickt nach Bayern. Die Munich Creative Business Week hat begonnen. Außerdem, Bayerns Polizei braucht Nachwuchs. Dafür werden Kinospots produziert, Werbefilme gedreht und Promoaktionen gestartet. Und TTIP spaltet den Freistaat. Wirtschaftspolitiker sind dafür, Opposition und Bürgerschaft sind scheinbar mehrheitlich dagegen. Mit Sicherheit anders. Mit diesem Slogan wirbt die bayerische Polizei ab sofort für Nachwuchs. Mit Kinospots und Werbeplakaten sollen Jugendliche auf die Vielseitigkeit des Polizeiberufes aufmerksam gemacht werden. Aufgrund von geburtenstarker Jahrgänge sollen bis zum Jahr 2025 10.000 Polizisten neu eingestellt werden. 1 Million Euro lässt sich das Innenministerium diese Werbekampagne kosten. Ich war noch nie ein Mensch, der wegschaut, sondern ich wollte immer helfen, ich wollte andere Perspektiven gewinnen. Natürlich ist auch immer die Angst da,
Meine Tochter, die geht jetzt. Larissa Böck ist eines von 24 Gesichtern der bayerischen Polizei. Auf Werbeplakaten und in Kinospots wird sie ab sofort für den Beruf der Polizeibeamtin werben. Stundenlange Foto- und Filmaufnahmen liegen hinter ihr. Natürlich hat man sich immer ein bisschen beobachtet gefühlt, weil normalerweise keine Kamera dabei ist oder jemand mit dem Mikrofon. Aber man hat sich eigentlich ganz schnell reingefunden und es hat dann auch richtig Spaß gemacht. Ja, es ist so, dass ich vorher noch einen anderen Job gemacht habe. Also ich kenne auch die andere Berufswelt, sage ich jetzt mal. Ich war in dem Büro tätig und mir hat es natürlich gefehlt, dass ich einfach raus kann, dass ich mit dem Bürger Kontakt habe, mit jungen Leuten zusammenarbeite und im Teamarbeit. Und das konnte ich da halt da super vereinen. Außerdem bin ich immer schon gern draußen gewesen, habe Sport gemacht und habe auch immer die Herausforderung gesucht. Und deswegen war das das perfekte Berufsbild für mich. Fabian Seiler ist ein weiteres Gesicht der neuen Nachwuchswerbekampagne. Im Schnitt bewerben sich 5 bis 6 Personen auf eine Stelle bei der bayerischen Polizei. Er hat es geschafft und wurde genommen. Also ich wollte einen Beruf, wo ich Verantwortung für andere Personen übernehmen kann, wo ich den Menschen helfen kann. Und gleichzeitig war es für mich wichtig, dass ich einen sicheren Job habe und verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten habe und auch die Vielfältigkeit der Polizei an sich, wie man auch in den Filmen sehr gut sieht oder in den Clips sehr gut sieht, dass es halt sehr viele Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln. Und das waren eigentlich die Hauptgründe, warum ich zur Polizei gegangen bin. Mit Sicherheit anders heißt die Nachwuchskampagne, die Innenminister Joachim Herrmann nun vorgestellt hat. Rund 1 Million Euro lässt sich der Freistaat das kosten. Denn die Konkurrenz durch die freie Wirtschaft, die Bundeswehr oder auch die Bundespolizei ist groß. Das Ziel, bis 2025 sollen 10.000 Polizisten neu eingestellt werden. Wir wissen, dass in den nächsten Jahren starke Jahrgänge der Polizei in Pension gehen, dass wir also viel Nachwuchs brauchen. Und wir wissen gleichzeitig, dass der Wettbewerb um junge, qualifizierte Leute härter wird, weil wir eher rückgängige Schülerzahlen haben und gleichzeitig Vollbeschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Deshalb wollen wir ganz gezielt junge Leute ansprechen, zur Polizei zu kommen. Die Kampagne zielt vor allem darauf ab, die Vielseitigkeit des Polizeiberufs darzustellen. Der Polizeiberuf ist kein bequemer. Das ist ein Beruf mit zum Teil harten Anforderungen. Er ist spannend, er ist vielseitig, aber manchmal natürlich auch schwierig und risikoreich. Und deshalb müssen wir junge Menschen ganz gezielt darauf ansprechen, müssen offen und ehrlich sagen, was kommt auf sie zu. Und auf dieser Basis dann wirklich die Besten möglich für die bayerische Polizei gewinnen. Die Werbespots sind vorerst für eine Woche in 45 bayerischen Kinos zu sehen. 2015 erreichten rund 1,6 Millionen Flüchtlinge die deutschen Grenzen. Und in diesem Jahr werden noch mehr Asylsuchende erwartet. In Passau hat der Stadtrat diese Woche in einer Sitzung über die Integration von Flüchtlingen referiert. Auch der Besuch von Sozialministerin Emilia Müller bedeutete für die Dreiflüsse-Stadt einen großen Erfolg im Bereich der Integration. Am Donnerstag besuchte Sozialministerin Emilia Müller in Passau die Erstaufnahmestation in der Danziger Straße und verkündete gute Nachrichten im Bereich der Integration von Flüchtlingen. Ja, die Stadt Passau wird ebenfalls wie der Landkreis Passau einen Ehrenamtskoordinator erhalten. Das ist dringend erforderlich. Wenn viele Menschen im Ehrenamt tätig sind und ihre Zeit einbringen, ihre Mühe mit einbringen, dann ist es oft wichtig, eine Koordinierung zu haben. Und das wollen wir hier auch ermöglichen. Auch das Stadtratsplenum in der Dreiflüsse-Stadt, das am Montag getagt hatte, möchte die Integration von Asylsuchenden vorantreiben. Wir werden dieses Thema ganz pragmatisch angehen, Schritt für Schritt uns die einzelnen Dinge erarbeiten, wobei es wohl ein Dreiklang sein wird. Zum Ersten Sprache. Ohne Sprache ist Integration sehr, sehr schwierig. Zum Zweiten für die Kinder und die Jugendlichen der Zugang ins Bildungssystem und zum Dritten für die Älteren natürlich dann Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. Das sind die drei wesentlichen Bausteine. Jürgen Dupper ist sich bewusst, dass das keine einfache Aufgabe wird. Zunächst haben wir natürlich bislang noch kein Gespür, wie viele Menschen denn wir überhaupt integrieren werden müssen hier in Passau. Aber es wird viele Probleme geben. Ein ganz, ganz steiniger Weg ist es, wenn ein 45-Jähriger nach Deutschland kommt, nicht Deutsch spricht und hier dann Sprache lernen soll, das Land und die Leute kennenlernen soll, den Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen soll. Das ist alles nicht einfach. Aber welche Aufgabe im Leben ist schon so einfach, dass es sich von selbst erledigt? Hier werden wir mit vielen, vielen Partnern und mit viel ehrenamtlichem Engagement an diese Dinge herangehen.
Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive bittet die Bundesagentur für Arbeit zudem bereits während der Antragstellung darum, einen Kurzlebenslauf zu erstellen. Dieser dient später als Grundlage für ein Erstgespräch mit einem Kundenberater des örtlichen Jobcenters. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, auch gut integriert werden in Bayern. Dass sie unter anderem so schnell wie möglich einen Ausbildungsplatz und einen Arbeitsplatz bekommen, um ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Dass sie vor allem auch die deutsche Sprache lernen, das ist der Schlüssel für die Integration und da geben wir absolute Unterstützung. Für die Integration von Flüchtlingen hat der Freistaat Bayern ein Paket beschlossen, bei dem 500 Millionen Euro bereitgestellt werden. Laut Frank Koller, Pressesprecher der Bundespolizei, kommen nach wie vor rund 1000 Flüchtlinge pro Tag an den deutschen Grenzen an. In Passau kommen sie in den ehemaligen Paulhallen zur Erstaufnahme. Anschließend werden sie in weitere Unterkünfte verteilt. Im Jahr 2015 wurden rund 442.000 Erstanträge auf Asyl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt. Das sind 155% mehr als noch 2014. Der Freistaat Bayern hat eine Menge Geld für den Neubau der Justizvollzugsanstalt in Regensburg in die Hand genommen. Jetzt wurden die Räume offiziell eingeweiht. Mehr dazu und weitere Meldungen aus dem Freistaat jetzt in unserem Nachrichtenblock. In Regensburg sind jetzt die neuen Gebäude der Justizvollzugsanstalt eingeweiht worden. Rund 26 Millionen Euro hat der Freistaat dafür in die Hand genommen. 4,5 Jahre hat der Bau gedauert. Nach Inbetriebnahme werden 188 Haftplätze zur Verfügung stehen. Interessant ist auch, dass es in manchen Räumen der JVA gar keine Fenstergitter mehr gibt. Für die Sicherheit soll jetzt ein Spezialglas sorgen. Die neuen Räume sollen für die Bediensteten bessere Arbeitsbedingungen schaffen und den Inhaftierten eine verbesserte Versorgung bieten. Zum 5. Mal findet dieses Jahr die Munich Creative Business Week statt. Dieses Jahr ganz im Zeichen des Partnerlandes Niederlande. Auf über 50 Creative Spots präsentieren Kreative aus aller Welt ihre Entwürfe in der bayerischen Landeshauptstadt. Design baut Brücken. Unter diesem Motto finden innovative Designideen und Wirtschaft zusammen. Die MCBW ist mittlerweile die führende deutsche Designveranstaltung und bringt die Metropolregion München auf Augenhöhe mit den europäischen Designhauptstädten Paris und London. Bis zum 28. Februar erwartet die Besucher ein Potpourri unterschiedlichster Veranstaltungen und Events. Die ersten Störche sind zurück und das früher als sonst. Die Rückkehrer wurden in Bayern gesichtet. Diese sind aber nur ein kleiner Teil der Zugvögel und kommen nicht wie gewöhnlich aus Afrika, sondern aus dem Elsass oder Spanien, so der Landesbund für Vogelschutz. Die Störche, die in Afrika überwintert haben, kommen erst im März oder April wieder nach Deutschland. Auslöser für das veränderte Überwinterungsverhalten sollen die Zuchtprogramme aus den 50er und 60er Jahren sein. Dass der Klimawandel eine Auswirkung auf die Tiere hat, ist bis jetzt nur Spekulation. Ein Storch ist somit nicht immer ein Frühling. Hochmut, Neid, Zorn, Habgier, Trägheit, Völlerei und Wollust. Mit den 7 Todsünden zeigt das Augsburger Diözesanmuseum St. Afra die Auswüchse des menschlichen Fehlverhaltens. So manches Kunstwerk bringt die Besucher aber auch zum Schmunzeln, wie diese Maschine zum Abbauen von Zorn. Die sogenannten 7 Todsünden sind eigentlich keine Sünden, sondern nur Charakterschwächen. Noch bis zum 8. Mai haben Besucher immer von Dienstag bis Sonntag die Gelegenheit, sich mit den 7 Todsünden einmal genauer zu befassen. Ein Fuchs ist der Flugstaffel im Greifvogelpark Katharinenberg in Wunsiedel zum Verhängnis geworden. Im Blutrausch hat er 7 Greifvögel erlegt, darunter sogar ein fast 6 Kilo schweres Steinadlerweibchen. Nachdem der erste Schock überwunden war, haben Falkner aus ganz Europa ihre Solidarität gezeigt. Viele Berufsfalkner haben ihre Unterstützung zugesagt und an Greifvogelparkleiter Eckhard Mickisch neue Vögel geschickt. Diese müssen jetzt noch für die Flugshows trainiert werden. Besucher können sie das erste Mal in Aktion zum Saisonbeginn am 19. März sehen. Die Mehrheit der Bayern ist gegen die Freihandelsabkommen mit den USA und mit Kanada. Da sind sich die Freien Wähler sicher. Sie verweisen dabei auch auf entsprechende Studien und Unterschriftenlisten. Daher fordern sie jetzt in ihrem Dringlichkeitsantrag eine Volksbefragung.
Dringlichkeitsantrag der Freien Wähler. Die Fraktion um Hubert Aiwanger fordert vor der Plenarsitzung im Landtag eine Volksbefragung zum umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP zwischen Amerika und Europa. Wir Freien Wähler sehen die großen Sorgen der bayerischen Bevölkerung vor den Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Und wir fordern einfach hierzu, das Volk zu befragen. Und wir sind der Überzeugung, eine Mehrheit der Bevölkerung ist gegen diese Freihandelsabkommen. Wir Freien Wähler sind auch gegen diese Freihandelsabkommen, weil wir hier große Eingriffe in Verbraucherschutz und so weiter sehen. Die Staatsregierung schätzt den Antrag vorerst als nicht allzu hilfreich ein, da die Verhandlungen noch nicht weit genug vorangeschritten sind. Nein, natürlich nicht. Und deshalb ist der Antrag der Freien Wähler auch jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt völlig verfehlt. Das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA ist ja noch gar nicht mehr ausgehandelt. Das liegt ja gar nicht einmal vor. Wie sollen sich denn die Leute jetzt schon ein Bild machen können von einem Abkommen, das es eigentlich noch gar nicht gibt? Also das ist Geschäftelhuberei von den Freien Wählern. Es ist traurig, wenn die CSU die Meinung des Volkes als Geschäftelhuberei sieht. Die Mehrheit der bayerischen Bevölkerung ist gegen dieses Freihandelsabkommen. Dazu gibt es eine Reihe von Umfragen. Das muss die CSU ernst nehmen. Und wenn die CSU schon immer sagt, sie würde die Koalition mit dem Bürger leben, dann können sie es hier beweisen, die Bürger zu fragen. Und was die Bürger dann wollen, das hat auch die Staatsregierung zu vertreten. Auch bei der Frage bezüglich des Nutzens eines möglichen Freihandelsabkommens gehen die Meinungen weit auseinander. Wir sind überzeugt, dass es hier auch für die kommunale Ebene große Probleme bringen wird, dass hier Ausschreibungsverpflichtungen plötzlich kommen, wenn eine Gemeinde ein Gebäude bauen will und dergleichen mehr, dann wird sie selbst mit amerikanischen Anbietern ja hier in den Wettbewerb treten müssen, werden die ihren Ausschreibungsunterlagen anschauen müssen. Wir sehen für die Verbraucher große Gefahren, wie gesagt, Wachstumshormone in Lebensmitteln, eventuell Druck auf die Trinkwasserversorgung, dass das privatisiert werden soll, genauso die Gesundheitswirtschaft. Das ist eine Politik für die großen Konzerne, aber nicht für die Bürger. Also wir sind ja dafür, dass die Verhandlungen weitergeführt werden, weil wir Vorteile sehen. Bayern ist extrem stark vom Export abhängig. Fast die Hälfte der Industrieproduktion geht in den Export. Und hier einen großen Handelsraum zu schaffen, USA und Europa, ist zum Vorteil der bayerischen Wirtschaft. Und zwar nicht wegen der Konzerne, sondern wegen der Arbeitsplätze. Und deshalb gilt es, diese Chancen auszuloten. Die CSU sieht eine Volksbefragung nur dann als notwendig an, wenn es um landespolitische Themen geht. TTIP sei jedoch Europapolitik und somit eine Angelegenheit des Bundes. In der Sache selber werden wir den Antrag ablehnen, denn es ist außerhalb des Rechts und es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt. Die Folge daraus ist, dass sich die Freien Wähler wohl vorerst nicht auf eine Zustimmung der Staatsregierung im Landtag einstellen sollten. Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Willst du Bayerns Königin werden und das Bierland Bayern im In- und Ausland würdig vertreten? Bewirb dich jetzt beim Bayerischen Brauerbund um das Amt der Bayerischen Bierkönigin 2016-2017. Bis zum 22. Februar unter www.bayerische-bierkönigin.de. Auch die Bayerische Bierkönigin hat sich wieder für das CW-Fotobuch entschieden. Ein Jahr voller unvergesslicher Geschichten. In Ihrem ganz persönlichen CW-Fotobuch. Denn Geschichten erzählt man am besten mit CW. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im 4-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview-CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität, ungarische Preise.
Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Jugend und Politik, für viele passt das immer weniger zusammen. Dabei kann man Jugendliche durchaus für die Politik interessieren. Die katholische Jugendstelle und der Bund der deutschen katholischen Jugend in Weiden organisieren schon seit 5 Jahren das Planspiel Politik. Und da wird teilweise ganz schön heftig diskutiert. Das würde ich auf jeden Fall noch dazu sagen, dass wir momentan sowieso innerhalb des Landes viele Komplikationen haben. Ja, also wir sind jetzt dazu gekommen, dass das Gesetz eigentlich nicht so lasch ist, weil ja eben doch gewisse Punkte drin sind, die es eben einschränken. Alexandra und Julia, beide frisch gewählte Fraktionsvorsitzende von fiktiven Bundestagsparteien beim Planspiel Politik. Das, was vielleicht einfach aussieht, ist harte demokratische Arbeit. Diskutieren über Gesetzesentwürfe, beispielsweise das mit dem grandiosen Namen Kunststoffverpackungsvermeidungsgesetz oder über das Sprengstoffgesetz. Wir wollen sie in ihrem politischen Denken einfach stärken, wollen ihnen die Möglichkeit auch geben, selbst zu entscheiden und einfach einen Einblick zu bekommen, wie es denn wirklich da oben aussieht. Die Fraktionssitzungen dauerten rund 1,5 Stunden. Aber dann wurde es ernst. Das, was dort besprochen wurde, musste dann im sogenannten Plenarsaal auch vorgetragen werden. Mit strengen Regeln. Das Siezen war beispielsweise oberstes Gebot. Sich als Politiker zu fühlen, ein komisches Gefühl? Sicherlich. Und ein bisschen Nervosität gehört auch dazu. Aber gut gemeistert. Macht Politik Spaß? Ja, ich diskutiere gerne. Und ich bin auch interessiert an der Politik, was momentan los ist. Es betrifft uns ja sowieso alle. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, auch wenn es nur als Planspiel ist, darüber diskutieren zu können, ist gut. Gut waren auch die Sitzungsunterbrechungen. Nochmalige Abstimmung. Die Fraktion auf eine Linie einschwören. So soll's sein. Umgesetzt wurde heute jedenfalls vieles. Das Spannende an der Demokratie ist eben, viele Meinungen unter einen Hut zu bringen, Kompromisse finden. Wie schwer ist denn Demokratie? Es ist eigentlich schon schwer, weil man muss das Ganze erstmal verstehen und dann das umsetzen. Und damit eben auch alle praktisch das bekommen, was sie wollen und dass die Partei sozusagen zufrieden ist. Der Unterschied zum Unterricht ist deutlich. Hier vertiefen sie sich in Gesetze, hier wird um jeden einzelnen Buchstaben diskutiert, so was man im Unterricht gar nicht vermitteln kann. Für die Jugendlichen eine sicherlich interessante Erfahrung. Bis zum Schluss. Ich beschließe hiermit offiziell die Plenarsitzung des Deutschen Bundestages zum jetzigen Zeitpunkt. Sie sind die Helfer in der Not, sind meist als erstes vor Ort und versorgen die Verletzten. Rettungswagen sind Tag und Nacht unterwegs. Auch die Eiche-Ambulanz in München-Perlach. Wir haben die Sanitäter eine Nacht lang begleitet und dabei auch Probleme festgestellt, die für die Helfer leider mittlerweile schon zur Gewohnheit geworden sind. Ich dachte, auf dem Weg zum Krankenhaus wird man untersucht und nicht unterfragt. Und da hast du halt falsch gedacht. Wir haben dich ja schon untersucht. Ich weiß ja schon, was dir fehlt. Und das wäre? Du hast eine Kopfplatzwunde und hast eine Platzwunde in der Lippe drin. Momentan ja. Und der Rest machen wir Fotos. Weißt du, was im Kopf los ist? Kann ich ja nicht sehen. Habe ich Röntgenaugen? Ja, und deswegen musst du mich doch da untersuchen, oder? Das machen wir doch im Krankenhaus. Ich habe doch kein Röntgengerät dabei. Ein ganz normaler Einsatz für Rettungsassistent Klaus Hüppel. Ein stark alkoholisierter junger Mann weiß nicht mehr, was er redet und will ihm erklären, wie er seinen Job zu machen hat. Seit 43 Jahren kennt er das bereits, auch wenn alles bei jedem Einsatz immer wieder anders ist. Im Glockenbachviertel war es zu einer Schlägerei gekommen. Warum und weshalb, weiß der junge Mann nicht mehr. Sein Gesicht ist blutüberströmt, wie auch die Hände. Mit der Platzwunde wird er ins Krankenhaus gebracht, muss genäht werden. Danach durchschnaufen. Das wäre ja schlimm, wenn man das noch in dem Zustand noch irgendjemand übel nehmen würde. Der weiß ja gar nicht mehr teilweise, was er sagt. Aber man muss ja auch Grenzen setzen, auch wenn sie alkoholisiert sind. Und das ging in dem Fall ganz einfach, das war gar kein Problem. Zurück auf der Wache wird alles dokumentiert. Zeit für Hippe und seinen Partner in dieser Nacht, Moritz Ecker, kurz abzuschalten, bleibt aber nicht. Dann geht schon der nächste Alarm. Oh ja, dann haben wir einen Einsatz. Kannst du was mitlesen? Ja, dann haben wir einen Einsatz. Mit Blaulicht und bis zu 120 Stundenkilometern geht es durch teils enge Straßen. Dazu der Verkehr, nicht immer ganz einfach für den Fahrer. Man muss immer mit den unvorhersehbaren Reaktionen von den anderen Verkehrsteilnehmern rechnen. Teilweise wird die Rettungsgasse gar nicht gebildet. Dann gibt es Fahrzeuge, die in der Rettungsgasse vor einem herfahren, hinterher fahren. Es ist manchmal ganz schwierig. Es
Es sind die gewöhnlichen Einsätze in dieser Nacht, zu hoher Blutdruck und Kreislaufprobleme. Alle Patienten werden mit Hilfe der Leitstelle auf die Krankenhäuser aufgeteilt, sofern das möglich ist. Diese lungenkranke ältere Dame möchte unbedingt nach Bogenhausen, weil sie hier schon häufig war. Doch dort wird sie abgewiesen. Es gibt keine Betten und keine Überwachungsgeräte mehr. Es wird immer schlimmer in der letzten Zeit, dass alle Krankenhäuser abmelden in München, gerade für Notfälle. Das war jetzt leider auch so, dass wir die Patienten jetzt einfach weiter verlegen müssen. Wir parken gegen 6 Uhr morgens am Stachus, warten auf den nächsten Einsatz. Da klopft es. Ein Mann, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann, provoziert die Sanitäter, macht Videos, hängt sich an die Außenspiegel und rennt schließlich auf die gefährliche Straße. Die Polizei ist alarmiert. Vereint gelingt es, den Mann zu bändigen. Das passiert immer öfters. Also der Respekt ist ja bei den Polizeibeamten fast auch schon gar nicht mehr da. Und beim Rettungsdienst, das ist noch viel weniger der Fall. Wir versuchen das immer erst sehr nett und sehr freundlich zu machen. Nur das ging halt jetzt zu weit, wenn man aufs Auto schlägt. Und wenn man dann versucht, uns zu filmen, obwohl wir das nicht wollen, dann müssen wir halt eingreifen. Und hier hat es der Zufall ergeben, dass er sowieso gerade gesucht worden ist von der Polizei. So langsam wird es wieder hell. Um 8 Uhr morgens kommt die Ablösung. Erschöpft, aber glücklich, wieder einmal geholfen zu haben, geht es ab nach Hause. Die skialpinen Damen und Herren biegen langsam aber sicher auf die Zielgerade des Weltcup-Winters ein. Die ganz, ganz großen Erfolge blieben für Felix Neureuther, Viktoria Rebensburg und Co. zwar bisher aus. Aber dennoch hat der Deutsche Skiverband in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet und zählt zumindest mit seinen Topfahrern wieder zur Weltspitze. Und auch der Nachwuchs steht schon in den Startlöchern, um künftig in die Fußstapfen der ganz Großen zu treten. Weißer Rauch am Großen, aber was in Rom einen neuen Papst bedeutet, heißt hier, es gibt einen neuen bayerischen Schülermeister im Riesenslalom, genauer gesagt gleich zwei. Bei den Mädchen heißt die Judith Schneider, bei den Jungs ist der neue Champion Marvin Hiemer. Dabei waren die Bedingungen auf der Weltcup-Strecke im Bayerischen Wald im zweiten Durchgang alles andere als einfach. Nee, war auch mit dem Nebel etwas schwieriger, wie gedacht. Aber haben wir eigentlich, glaube ich, alle gut gemeistert. Ja, also ich habe versucht, das Beste zu zeigen und es hat geklappt. Geklappt hat bei der Bayerischen Schülermeisterschaft bis auf die grenzwertigen Nebelverhältnisse insgesamt alles. Für die Athleten ist dieser Wettbewerb ein wichtiger und aussagekräftiger Vergleich mit der Konkurrenz. Schließlich ist die Bayerische nach der Deutschen Meisterschaft die größte Herausforderung der gesamten Saison. Dementsprechend motiviert waren auch alle 137 Starter inklusive ihrer Trainer. Bayerische Meisterschaft ist immer was wert, weil der überwiegende Teil kommt aus Bayern. Ein Titel ist auch immer viel wert und das nehmen wir sehr ernst. Ja klar, ist immer eine coole Aktion eigentlich. Du weißt halt dann, ja cool, fahrst halt gegen ganz Bayern und da kannst du halt ein bisschen schauen, wo bist. Stellenwert ist ziemlich groß, weil im Nachwuchsbereich für die Schüler ja fehlt es ein bisschen, würde ich sagen, dass man einfach die Kinder ein bisschen näher dann in den Rennsport dann weiterbringen, dass sie irgendwann einmal Fis rennen und dann im Weltcup kommen. Denn das ist auch das große Ziel der meisten Sportlerinnen und Sportler, die hier an den Start gehen. Ja, irgendwann einmal, jeder will ja mal einen Weltcup oder so, die wo da sind, oder? Und wenn man noch andere tausend fragt, ich glaube, die werden auch alle im Weltcup und so. Natürlich ist das größte Ziel immer der Weltcup, aber als kleineres Ziel kommt jetzt erstmal der Landeskader oder CT-Kader, je nachdem. Und ja, muss man mal schauen, was da draus wird. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich für die 2000er unter die ersten 10er komme. Und dass ich dann vielleicht im Berchtesgaden unten genommen werde. Ja, das waren eigentlich so meine Ziele. Ja, natürlich, weil es steht, aber es ist ein steiniger Weg und es ist auch nur ein langer Weg bis dahin. Ganz vernünftige Einschätzungen also trotz des noch jungen Alters, in dem oft die Träume über der Realität stehen. Gerade in dieser Altersklasse ist aber ein Wettbewerb wie die Bayerische Meisterschaft enorm wichtig, denn auf dem Sprung von den Schülern zur Jugend trennt sich dann doch meistens die Spreu vom Weizen. Im Schülerbereich oder auch im Kinderbereich, da schaut es noch sehr, sehr gut aus. Wo es dann ein bisschen dünner und weniger wird, das ist dann im Jugendbereich und dann vor allem, wenn es halt in den Erwachsenenbereich geht. Woran liegt es Ihrer Meinung nach? Ja, das sind vielfältige Gründe. Einmal ist halt das so, dass halt die Ausbildung dazu kommt. Dann die Schüler, die werden älter, die werden selbstständiger, die gehen anderen Interessen nach und dann lichtet sich schon das Feld. Umso wichtiger sind da natürlich auch die großen Vorbilder aus dem Profibereich, zu denen die aktuellen Nachwuchsskifahrer aufschauen können. Und da gibt es ja momentan glücklicherweise einige. Felix Neureuther und Ted Ligeti
weil die es so locker nehmen und richtig gut Skifahren. Ja, mein Vorbild ist Michaela Schifflin, weil die sind sehr jung und die ist also schon gut. Also Christoffersen ist halt schon mein Vorbild, weil ja, ist halt zurzeit einfach der beste Slalomfahrer und Slalom ist halt meine Lieblingsdisziplin. Mein großes Vorbild ist eigentlich der Felix Neureuther und Ted Ligety. Lindsay Vonn natürlich, ich glaube, die findet jeder gut, weil sie einfach einen Sieg nach dem anderen holt und ja, die ist auch vom Charakter her sehr nett. Ja, also es gibt schon Vorbilder, also zum Beispiel Christoffersen oder Schifrin, weil ja, das sind einfach wahnsinnige Leistungen, was die zeigen und ja. Man darf also gespannt sein, ob in ein paar Jahren einige von diesen Mädels und Jungs auf der ganz großen Weltcup-Bühne zu sehen sind. Die Ergebnisse bei der Bayerischen Meisterschaft dürften den Erfolgshunger jedenfalls erst so richtig angeregt haben. Ja, wir nehmen Sie gleich mit auf den größten Bücherflohmarkt, den es bei uns in Bayern gibt. Nach einer ganz kurzen Pause bleiben Sie bei uns. Schwimmen macht Spaß. Vor allem Kinder lieben es, im Wasser zu planschen. Außerdem ist Schwimmen gesund und hilft, Volkskrankheiten vorzubeugen. Doch neben dem Spaß- und Gesundheitsfaktor ist der Wassersport auch lebensrettend. Und genau hier setzt die Aktion Sichere Schwimmer an. Der Ertrinkungstod ist bei den Kindern die zweithöchste Todesursache. Und deswegen hat die DLG, Landesverband Bayern, diese Aktion ins Leben gerufen. Wir konnten natürlich zwei kompetente Partner finden. Das ist zum einen A, die AOK als Gesundheitskasse und B, das Gesundheitsministerium. Die teilnehmenden Schulen haben sich die Schwimmtrainer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ins Becken geholt. DLRG und AOK Bayern stellen diese gern zur Verfügung, wenn es darum geht, die Kids zu sicheren Schwimmern auszubilden. Und durch diese zusätzlichen Trainer ist es möglich, viel individueller, was den Schwimmunterricht betrifft, einzugehen. Und es gibt natürlich einen ganz positiven Nebeneffekt auch. Mit einer zusätzlichen Fachkraft am Beckenrand wird natürlich auch die Sicherheit während dem Schwimmunterricht in den Schulen erhöht. Den Lehrkräften der Grundschule Teuschnitz in Oberfranken ist es wichtig, dass ihre Schüler zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden. Von den Kollegen wurde diese Aktion mit Freude aufgenommen. Und auch die Eltern stehen dem Ganzen aufgeschlossen gegenüber. Das positive Feedback von Lehrern, Eltern und nicht zu vergessen auch von den Schülern, die sichtlich Spaß am Schwimmen haben, freut auch die Gesundheitskasse. Die Aktion kommt perfekt und super an. Wir sind total zufrieden. Und zum anderen ist noch viel wichtiger der positive Effekt. Zwei Drittel aller Kinder und Schüler, die an der Aktion teilnehmen, sind nach dem Schwimmunterricht sichere Schwimmer, haben somit auch das Schwimmabzeichen in Bronze erhalten. Ganz herzlich begrüße ich nun bei mir im Studio Dr. Jörg Grünwald. Er ist Biologe und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Naturheilkunde. Dr. Grünwald, das Produkt Novizin Immun, das ist ja gedacht zur diätetischen Behandlung von Patienten mit einem geschwächten Immunsystem, die speziell unter Infekten leiden im Hals-, Nasen-, Ohren-, Rachenbereich. Und das ist ein ganz neuer Ansatz, eben auf natürliche Weise diese Infekte zu behandeln. Was ist denn an Novizin Immun so besonders? Novizin Immun enthält einen besonderen Bakterienstamm, nämlich Streptococcus salivarius K12. Der kommt nur bei gut 1% der Bevölkerung vor und man hat herausgefunden, dass die Menschen, die diesen Stamm in ihrem Mund- und Rachenraum haben, besonders geschützt sind vor Infektionskrankheiten. Das ist natürlich ein ganz neuer Ansatz. Wir wissen alle, wir haben ein Immunsystem und auch eins im Mund, weil natürlich viele Krankheitserreger über Nase und Mund in uns reinkommen, in den Körper sozusagen. Aber jetzt hat man herausgefunden, dass die Bakterienstämme sehr unterschiedlich sind. Und dieser Stamm, BLIS-K12 in Novizin Immun, der kämpft richtig aktiv gegen die Krankheitserreger. Ist also ein guter Bakterienstamm. Wir nennen ihn auch ein Abwehrbakterium, was andere böse Bakterien sozusagen schädigen kann, sie auflösen kann und dafür sorgt, dass sie sich nicht einnisten in unserem
Mund- und Rachensystem. Also das kann man sich wirklich so einfach vorstellen. Die guten Bakterien bekämpfen die bösen. Das ist richtig. Wir haben in Novizin Immun in so einer kleinen Tablette 100 Millionen lebende Bakterien drin. Und die lege ich in die Backe. Dann löst sich das auf und siedelt sich an in dem Mund- und Rachenraum. Und kann eben Infektionen, Halsentzündung, Ohrenentzündung, aber auch Mundgeruch und Karies aktiv bekämpfen und behindern. Da würde ich jetzt gerne mal einhaken, Mund-Rachenraum, warum ist gerade dieser Bereich so wichtig? Das ist eigentlich die Eingangspforte für die Krankheitserreger. Wir sind ja in der Umwelt immer draußen und draußen fliegen Bakterien, Viren, Krankheitserreger rum. Je dichter wir mit Menschen zusammen sind und besonders in Zeiten hoher Infektionsgefahr, wenn schlechtes Wetter ist, wenn es regnet, wenn es kalt und nass und an einem Tag sich arg wechselt, dann herrscht ein hoher Stress auf unser Immunsystem. Und diese Bakterien, nehmen wir oft durch unsere Atmung einfach mit auf. Und das Erste, was jeder kennt, im Jahr durchschnittlich 4, 5, 6 Mal kriegt man Erkältung, die man eigentlich nicht haben will. Und wenn ich die auf eine natürliche Weise bekämpfen kann, indem ich einfach mein Mund- und Rachensystem schütze und sozusagen ein Abwehrsystem schaffe, ist das natürlich eine tolle Art. Mhm. Wann und wie lange sollte ich denn Novizin Immun einnehmen? Also ich nehme es jeden Tag ein, aber das muss nicht jeder machen. Sicher in den Zeiten besonderer Infektionsgefahr. Und das wissen wir alle, wenn das Wetter grau und regnerisch ist, wenn wir dann auch noch in einem Zug sitzen oder in einer Straßenbahn vollgefüllt oder in großen Menschenansammlungen einfach, dann ist die Infektionsgefahr extrem hoch. Und wir nehmen ja über Mund und Nase eigentlich sehr viel permanent andere Bakterien, Viren zu uns. Und unser Immunsystem muss dann versuchen, die schlechten auszusortieren. Und wenn ich das mit Hilfe eines guten Bakteriums zu 50% verbessern kann, dann sollte ich das sicher tun. Wo gibt es denn Novizin Immun? Novizin Immun ist ganz neu in Deutschland. Es kommt aber aus Neuseeland ursprünglich, ist in vielen Ländern der Welt bereits ein großer Renner. Mhm. Und heute bekommen wir es in Deutschland in Apotheken und Reformhäusern. Und ich glaube, das wird auch hier ein großer Erfolg werden. Glaube ich auch. Vielen Dank, Dr. Grünwald, für Ihre Ausführungen. Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich an dieser Stelle ganz viel Gesundheit. Und denken Sie daran, auch Sie können sich vor Infekten schützen. Novizin Immun zur Behandlung von chronischen und wiederkehrenden Infekten im Hals-, Nasen-, Ohren-, Mund-, Rachenbereich von Patienten mit einem geschwächten Immunsystem bekommen Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Novizin Immun erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.novizin.de. Oder rufen Sie uns an unter 07541 978 9780. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Einmal rundrum. TV Bayern Live. Immer samstags um 17.45 Uhr. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei TV Bayern Live. Rund 80.000 Bücher, 7.000 Schallplatten, CDs, DVDs, Hörbücher und Spiele. All das gibt es beim Bücherflohmarkt in Grübenzell, dem größten seiner Art hier bei uns in Bayern. Dieser findet in diesem Jahr bereits zum 25. Mal statt. Tausende Menschen tummeln sich da auf der Suche nach günstigen Schätzen. Der Gröbenzeller Bücherflohmarkt ist der größte und bestsortierte Bücherflohmarkt in ganz Bayern. Und der feiert dieses Jahr 25. Jubiläum. Bei über 80.000 Büchern und 7.000 Tonträgern, da ist bestimmt für jeden was dabei. Gar nicht so leicht, sein Lieblingsstück zu finden bei dieser riesigen Auswahl. Das war aber nicht immer so. Wir haben hier ganz klein angefangen mit 7 Leuten. Heute haben wir, glaube ich, über 150 Freiwillige, die hier sind. Sie sehen eine Riesenhalle, die bis unter das Dach voll ist mit Büchern und Besuchern.
Bücher aus 150 Sparten stapeln sich nicht nur auf den Tischen, sondern auch darunter in Kartons. Kinder, Krimi, Kunst und Kochen. Die großen 4 Ks. Und die gehen am besten. Auch wenn die Kriminalromane nach wie vor der Kassenschlager sind, wandern dieses Jahr auch viele Kochbücher über den Ladentisch. Kochen ist ja im Moment wieder so ein Freizeitvergnügen, mehr oder weniger für viele. Und das haben wir auch in großer Zahl. Daneben eine eigene Abteilung mit CDs, DVDs und jede Menge altem Vinyl. Die Schallplatten kommen jetzt wieder ganz groß. Auch für die kleinen Gäste stehen Wühltische voller Schätze. Kinderspiele, die sind der Renner. Das sieht man, also wenn man reinkommt am Samstagvormittag, da kommen die Familien mit den Kindern. Was aussieht wie ein heilloses Durcheinander, ist bis ins Detail geplant. Unabdingbar bei diesem Mammutprojekt der Gemeinde Gröbenzell. Da helfen natürlich alle mit bei uns in der Gemeinde. Bauhof, Betriebshof, Feuerwehr ist dabei. Und alle machen es gemeinschaftlich und schaffen das dann auch zu stemmen. Der Gröbenzeller Bücherflohmarkt ist mit seiner Größe einmalig in ganz Bayern. Tausende Besucher strömen an einem Wochenende in die Dreifachturnhalle. Und dann sucht natürlich jeder sein tollstes Buch und vermutet, dass es vielleicht noch unter den Tischen liegt. Und dann kriegt man so unter den Tisch drum. Also das ist schon manchmal recht hektisch und auch ein bisschen schwierig, zum durchzukommen durch die Gänge dann wieder. Dicht gedrängt verfolgt hier jeder das Ziel, abstauben, was geht. Bei Preisen zwischen 1 und 3 Euro darf es schon mal ein Büchlein oder eine CD mehr sein. Insgesamt führt dieser Kaufrausch zu einer eingenommenen Summe im oberen 5-stelligen Bereich. Die Einnahmen, die bekommen soziale Einrichtungen, sei es Kinder, sei es Erwachsene, sei es auch ganz aktuell Asylanten. Also der Erlös wird sozialen Einrichtungen gespendet. Für den guten Zweck wird also in die Taschen und Kartons gepackt, was geht. Und stolz präsentiert. Am Rande des Gewusels versinken schon einige Schnäppchenjäger unter ihrem Bücherhaufen im Lesefieber. Na, hoffentlich bleibt da noch was übrig für daheim. Just take it slow. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Einmal rundrum. TV Bayern Live. Immer samstags um 17.45 Uhr. Ja, bei uns gibt es jetzt noch den Blick aufs Wetter. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Servus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Echt Bayern. Bayern entdecken, erleben, genießen. Ein Sturmtief bringt uns milde Atlantikluft. In der ersten Nachthälfte liegen die Temperaturen noch bei 2 bis 5 Grad. Bis zum Morgen steigen die Werte dann auf 6 bis 10 Grad an. Dazu weht starker bis stürmischer Wind aus West bis Südwest und es regnet ohne Ende im gesamten Freistaat. Weitere Regenfälle haben wir am Sonntag tagsüber in Franken. Es regnet und regnet und regnet. Besonders intensiv am Vormittag noch nördlich des Mains. Am Nachmittag lassen die Regenfälle von der Intensität her nach. Später gibt es im südlichen Mittelfranken mal längere trockene Phasen. Die Höchstwerte erreichen dazu maximal 8 bis 12 Grad. Das ist für diese Jahreszeit natürlich viel zu warm und außerdem werden die milden Temperaturen und der Regen von starkem bis stürmischem West- bis Südwestwind begleitet. In freien Lagen sind Böen bis Windstärke 8 dabei. In der Oberpfalz und den Niederbayern kommen wir nach einer regnerischen Nacht auch regnerisch in den Tag hinein. Am Nachmittag lassen die Regenfälle südlich der Donau nach und von der unteren Isar und vom Rottal her gibt es dann ein paar ganz schüchterne Wolkenlücken mit nur wenig Regen. Vom Bayerischen Wald bis zum Steinwald rauf regnet es mehr oder weniger weiter. Auch hier wird es ungewöhnlich mild mit Nachmittagswerten von 9 bis 12 Grad. Der Wind weht ebenfalls stark bis stürmisch aus West bis Südwest. Im Süden regnet es am Vormittag auch noch, in
Schwaben, Allgäu und Oberbayern. Am Nachmittag klaffen dann immer größere Sonnenscheinfenster auf aus den Alpen heraus. Der Gesamteindruck wirkt leicht föhnig. Trüb bleibt es meist noch Richtung Donau, aber auch hier lassen die Regenfälle nach. Die Höchstwerte erreichen mindestens 12 bis 14 Grad. Mit Föhneffekten sind sogar ein bisschen höhere Werte drin. Außerdem haben wir auch den starken bis stürmischen Wind aus West bis Südwest. In den Bergen gibt es vorübergehend eine traumhafte Fernsicht. Der Montag bleibt im Süden sonnig und mild. Nach Norden zu in Franken und der nördlichen Oberpfalz fällt Regen. Am Dienstag setzt Regen ein, der dann von Norden her in Schnee übergeht. Und am Mittwoch ist es nasskalt. Bei ein paar Grad plus gibt es noch einzelne Schneeschauer. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Echt Bayern, wo Bayern echt und anders ist.